frisch, aufmüpfig, unternehmungslustig. So hat die große Fotografin Gisèle Freund ihre Jugend erlebt und so ist sie geblieben. Sie hat Brecht gekannt und aufgeschlossen fotografiert, die Anna Segers. Sie hat sich immer für Künstler interessiert, wie Walter Benjamin zum Beispiel, für politische Entwicklungen und die Mitspieler wie André Gide oder Malraux hier beim antifaschistischen Schriftstellerkongress in Paris. Sie mochte auf den Denkerkopf von Valéry, die bravouröse Simone de Beauvoir. Sie hat berühmte Porträts geschaffen von Matisse und Bonnard. Sie hatte immer Geschick im Umgang mit Menschen. Der skeptische Köstler war ihr zugetan, Cocteau hat sie gefördert, als sie unbekannt nach Paris kam, einer der ersten Momentfotografinnen unserer Zeit. Und einer der ersten, die komplette Reportagen, Fotoserien lieferten, zum Beispiel über Slums, über Arbeiter und einfache Leute, wie hier in Paris am Bastille-Tag. Ihre letzte große Leistung, das von ihm gewünschte Staatsporträt eines halbwegs lächelnden Mitterrand. Gisèle Freund, Sie haben eine ganze Karriere als Fotografin in Frankreich, hauptsächlich in Frankreich gemacht. Sie leben hier in Paris, aber Sie sind am 19. Dezember 1908 in Berlin-Schöneberg geboren. Was sind denn Ihre frühesten Erinnerungen an Berlin? Die früheste Erinnerung ist der Moment, wo ich zum ersten Mal gelaufen bin. Da war ich schon 3 Jahre. Und das hat sich später festgestellt, ich hatte die Kinderlähmung, die ich dann bald darauf bekam. Und gewöhnlich fangen Menschen an zu laufen, wenn sie 1,5 Jahre und 2 Jahre alt sind. Und bei mir hat es 3 Jahre gedauert. Das ist meine erste Erinnerung. Ich behaupte es, ich weiß nicht, ob es wahr ist, dass ich auf einmal aufstand. Meine Mutter saß da mit 2 Tanten von mir und ich zu denen lief. Die Entfernung rüber wie der Tisch zu dem anderen Tisch. Und das habe ich nie vergessen. Haben Sie Blick aus dem Fenster auf die Straße gehabt? Ich habe sehr viel auf der Straße gespielt als kleines Kind, was allerdings verboten war, aber trotzdem hat das jedes Kind getan. Denn damals gab es noch keine Autos, als ich vor dem Ersten Weltkrieg. Fiaker, Pferdefahrzeuge, Kutschen. Ja, sowas gab's. Und dann, ich entsinne mich auch eines Mannes mit seinem großen Hut. Da war der Mann mit dem großen Hut. Das war Einstein. Der wohnte nämlich genau gegenüber von uns. Und der begrüßte mich jedes Mal. Ich grüßte ihn wieder mit einem Knicks. Und auf den kann ich mich genau besinnen. Und auch war der Balkon von Einstein, wo der drauf war im Sommer. Und unser Balkon lagen sich auch gegenüber. Und das ist die Erinnerung an die Menschen, die ich da kannte als kleines Kind. War das eine Ihre, eine bürgerliche, jüdische Familie? Es war eine, was der Hochbürgertum nennt, ich weiß es nicht. Mein Vater hatte eine Wohnung von 8 Räumen. Wir hatten eine Küche, wir hatten ein Dienstmädchen. Wir hatten eine Frau, die sich um die Wäsche kümmerte und einen Kanarienvogel, das ist das, was ich erzähle. Und jeder hatte sein Zimmer. Mein Bruder, ich hatte ja einen Bruder, der war 3,5 Jahre älter, aber der wurde so unmöglich, als er so ungefähr 12 Jahre alt war, dass meine Mutter ihn in die freie Waldschule von Wieniken geschickt hat, in Thüringen. Und er hat immer behauptet, das ist das Beste, was meine Mutter je getan hat. Mein Vater, sehr martialischer Mensch, und sehr stolz auf seinen Kriegsdienst und all solche Geschichten und auf Deutschland und so weiter. Er konnte den Faust auswendig und zitierte immer lateinische Phrasen, wie das so üblich war in Deutschland immer. Und ich war mit ihm besser befreundet als mit meiner Mutter, die ich ganz weniger sah. Ich kann mich entsinnen, der Schrecken meiner Jugend waren die Kinderfräuleins, die ich bekam. Eins nach dem anderen. Ich hatte immer einen Grund zu sagen, ich kann mit denen nicht auskommen, nicht? Denn meine Mutter kümmerte sich wenig um mich. Und Können Sie sich noch an Ihre Großeltern erinnern? Da war Ihr Großvater war doch, Großvater mütterlicherseits war... Der lebte noch, ja, das ist der einzige von den Großeltern, der lebte. Ja. Und seine Frau verloren und auch die Eltern meines Vaters habe ich nie gekannt, die sind gestorben.
Aber der mütterliche Großvater war Erfinder. Tja, er war ein Erfinder in einem gewissen Sinn. Der Name hieß Wilhelm Dresel und er kam aus Chemnitz. Und das war die Epoche, wo das Fahrrad erfunden war, dass er nach Berlin kam in 1980. Und die Schwierigkeit... 1880, ja. Das war die Gefahr. Denn er kam nach Berlin und sah diese Frauen, die Fahrrad fahren wollten, aber wie setzen sich darauf mit diesen langen Röcken? Und er hat die Idee gehabt, den Hosenrock zu entfinden. Und das wurde dann auch das Grundstück seines Reichtums. Und dann hat er eine wunderschöne Villa sich konstruieren lassen am Stadtburger Park. Das war zwei Untergrundstationen von dem Haus, wo wir gewohnt hatten. Und was ich natürlich sehr gut kannte. Und als ich die Kinderlehrung bekam, da war ich ein Jahr lang gelähmt. Und dann musste ich sehr viel Gymnastik machen, mein ganzes Leben lang. Und dank dem bin ich auch physisch noch so gut erhalten, wenn Sie wollen, denn ich wurde ein Sportsmensch. Und war das nun eine große, zusammenhängende Familie? Ja, sehr, denn ich entsinne mich auch noch auf den Geburtstag, den 70. Geburtstag meines Großvaters, wo von überall aus Deutschland die Verwandten kamen, über 100 Personen. Und da gibt es auch Bilder von mir und von meinen Enkelkindern. Ich trage einen kleinen Abendanzug an mit einem kleinen falschen Schnurrbart und so weiter. Ich war damals, wie alt war ich? Das 5 Jahre oder so etwas. Ne? Das ist ein bekanntes Foto. Können Sie Ihren Vater beschreiben? Er liebte nämlich die Kunst und das Einzige, was ihn interessierte, war die Malerei und besonders die romantische Epoche. Denn ich bin geboren zum Beispiel unter dem heute weltberühmten Bild von Caspar David Friedrich, die Kreidefelsen auf Rügen. Und ich war auch dabei, als mein Vater dann nach der Inflation, wo er wohl seinen größten Teil seines Vermögens verloren hatte, hat er dieses Bild verkaufen müssen an Reinhard, Dr. Reinhard, der große Sammler in Winterthur. Und da hat er mich mitgenommen und da habe ich Reinhard kennengelernt. Also Sie sind geboren unter dem Original eines der berühmtesten deutschen Gemälde. Ja, mein Vater hat ja nur romantische Kunstblechen und Caspar David Friedrich und Husemann, alle wie sie hießen, dieser Epoche hat er gesammelt. Seine Sammlung war anerkannt als sehr, sehr gut und er hat sich nur dafür interessiert. Wie fühlten Sie sich denn daheim? Fühlten Sie sich als Deutsche? Wissen Sie, politische Dinge hat man bei uns überhaupt nicht gesprochen. Mein Vater sagt, ich bin ein Preuße, kennt ja meine Farben und so weiter. Und mein Sohn wird nie was werden, weil er keinen Militärdienst macht. Das war nämlich nach dem Ersten Weltkrieg verboten. Und solche Geschichten. Aber sonst wurde über nie diskutiert. Und die Freunde meines Vaters waren alles Maler und Künstler, die ich kennenlernte, wie das so war. Da kommt das kleine Mädchen rein, macht einen Knicks und sagt guten Tag und wird wieder rausgeschickt. Ist beim Abendbrot nicht dabei, aber wird vorgestellt. Und Baluschek zum Beispiel war ein sehr großer Freund meines Vaters, Hans Baluschek. Und dann ist er auch gemalt worden von Liebermann. Der hat er mich auch mitgenommen. Als das Bild fertig war, der wohnte außerhalb von Berlin im Vorort, ich weiß nicht mehr welchem. Und der sprach nur Berlinerisch. Und ich hörte, wie er sagte, wissen Sie, Herr Freund, Sie gucken sich Ihr Bild an und sehen sich, kennen sich nicht wieder. Ich will Ihnen was sagen. Wenn wir beide längst tot sind, dann wird das Bild noch existieren. Sehr schön. Und das habe ich nie vergessen. Und es hängt noch jetzt in der Galerie, in der Berlinischen Galerie. Gab es denn irgendeine religiöse Erziehung in Ihrem Elternhaus? Überhaupt keine, nein. Mein Vater war... ich habe ihn nie in einer Kirche oder einer Synagoge gesehen. Nur wenn es von einem künstlerischen Gesichtspunkt aus war, aber nie. Ich musste zu den Feiertagen, welchen Feiertag es auch war, musste ich immer arbeiten. Sie sind als Atheistin aufgewachsen? Ja, völlig, ja. Darum, als Hitler kam, fand das mein Vater, hat er drum gelacht, sagte, das ist ein lächerlicher Mann und der wird auch nicht lange bleiben. Hat es völlig verkannt.
dass da eine große Gefahr war. Meine Mutter kam ja ins Gefängnis. Meine Mutter war eine naive Frau, die dachte, es würde mir gut sein, nicht? Und man sollte Kinder nicht zu viel küssen, das ist schlecht, dann kriegen sie Bazillen. Das war auch die Mode, dass man die Kinder nicht so verwöhnen sollte. Das ist gerade das Gegenteil, dass die Wahrheit ist. Und mein Vater war genau das Gegenteil, er war ein ganz sentimentaler Mensch. Er konnte weinen, sogar vor einem Tableau, vor einer Zeichnung, wenn er die gut fand. Und hat mir auch alles erklärt, was Malerei ist. Und hat in mir jemand gefunden, der sehr zugehört hat, was er mir erzählte. Ich habe gelernt, durch ihn Bilder auch anzusehen, anders nur als vorbeizugehen, wissen Sie. Mein Vater hat mir eines Tages, da war ich ungefähr 12 Jahre alt, eine Kamera geschenkt. Ich hatte das Bedürfnis, mich auszudrücken, irgend künstlerisch. Ich zeichne es mir nicht gelungen. Schreiben wohl, aber es war noch nicht befriedigend. Und da hab gesagt, ich würde mal gerne lernen, Fotografie. Da hat er gesagt, na schön, ich brachte mir eine Rolle, einen kleinen Apparat, 6x9, mit deinen Filmen schon. Und da fing ich an, da lasse ich die Beschreibung, keinen Menschen habe ich gefragt und habe bei mir selbst gelernt, wie man sowas aufnimmt und wie man sie entwickelt und vergrößert. Das war damals noch sehr einfach, denn wie Adjet, man machte die Vergrößerung mit dem Sonnenlicht. Gab es denn in Ihrer Kindheit in Berlin oder in Deutschland einen fühlbaren Antisemitismus? Ich habe darunter nie gelitten, weil diese Fragen überhaupt nie erörtert wurden. Denn meine Vergangenheit war schon durchzogen von Mischehen, wenn Sie wollen. Und auf diese Probleme hat mein Vater nie reagiert und nicht gewollt. Aber Sie sind... Und ich habe überhaupt nie davon ein Gefühl gehabt, bis zu dem Tage, als Hitler die Macht ergriff. Nichts wusste ich. Naja, noch sind wir jetzt beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges, wie Sie 6 Jahre alt waren. Können Sie sich überhaupt daran erinnern? Ich erinnere mich noch, dass Essen sehr schlecht war, dass man immer Rüben aß und dass meine Mutter auf dem schwarzen Markt absuchte. Sonst fehlte uns nicht viel, denn Butter hatte sie immer etwas. Und dann entsinne ich mich besonders, während einer Reise waren wir irgendwo auf einem Land auch, in den Bayerischen Alpen, glaube ich, wieder. Und da sagte ich, habe was für euch, mein Bruder und mir. Ich war 6 Jahre, mein Bruder war 9 Jahre. Dann gingen wir zu einer Frau, und die führte uns einen Keller und servierte uns Schlagsahne. Das hatten wir noch nie gesehen, nicht? Und sie konnte Schlagsahne essen. Das war natürlich wunderbar. Und das habe ich nie vergessen. Der Geschmack der Schlagsahne. Das was gab es nicht. Im ganzen Krieg gab es das. Im ganzen Krieg, das gab es doch nicht. Und das war das Einzige. Und dann natürlich erinnere ich mich auch 1918, als die Revolution war. Man hörte Schießen auf den Straßen. Meine Mutter sagt, du bleibst zu Hause. Aber mein Bruder saß auf den Bäumen. Die Jungen, die saßen auf den Bäumen und guckten von oben runter, was sich abspielt in den Straßen. Und dann hat mein Bruder angefangen, außerdem, der jetzt auch in der Schule war, die sehr linksradikalisch war, ohne dass meine Mutter eine Ahnung davon hatte übrigens. Und der hat angefangen, mir darüber zu sprechen und wollte mich gewissermaßen erziehen zum Marxismus. Das ist alles sehr primitiv gewesen. Aber ich bin auch niemals einer Partei beigetreten. Aber ich meine, dann habe ich eben empfunden, dass es einfach Unrecht ist, dass es Menschen gibt, die sehr viel Geld haben, andere keine. Ja, 1918, Umsturz, Inflationszeit, hat Ihre Familie Vermögen verloren? Ja. Ich entsinne mich, dass mein Vater mich in eine Konditorei gebracht hat mit einem kleinen Köfferchen. Das Köfferchen war voll von Marktscheinen, waren vielleicht 30.000 Mark. Aber als wir rausgingen, kostete dasselbe Gebäck 60.000 Mark, habe ich nie vergessen. Das war die Inflation. Aber Sie haben früh Hosen getragen? Sehr früh, ja. Und das war eine Schande, als ich beim Abitur in Hosen erschien. Das war schon ein der Grund, warum eigentlich man gesagt hat, man wird kein Examen machen lassen, denn es ist ein Mädchen, das sich mit Hosen rumläuft. Aber das war bei mir natürlich noch besonders bedingt durch die Schwierigkeit meiner Beine. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich hatte Kinderlähmung. War es damals für ein Mädchen schon ungewöhnlich, Abitur zu machen? Das war schon, das ist wahr. Sie fanden natürlich das unglaublich, dass ein junges Mädchen wieder auf die Schule will. Das ist kaum vorgekommen im Leben, dass jemand zur Schule zurück will. Das wollte ich ja auch nur, um das Abiturium zu machen. Denn das gab mir die weiteren Aufsprung, sonst nichts. Und da habe ich Horst kennengelernt und wir bekamen
Wir verliebten uns ineinander. Ein sehr schöner junger Mann, Sportler. Und von dort ist er mit mir immer mitgereist, wenn ich nach Frankreich musste oder woanders hinging, an der Universität wie Freiburg zuerst. Da war er auch dabei. Aber damals waren die Regeln so streng, wir wollten uns ja nicht verheiraten. Außerdem war ich, glaube ich, noch gar nicht das Alter, wo man sich verheiraten kann. Jedenfalls haben wir immer in zwei verschiedenen Orten, im Ort in verschiedenen Wohnungen gelebt. Nicht zusammen, aber 5 Jahre lang. Und nun haben Sie dann also zu studieren begonnen. Da habe ich, nachdem ich das Abitur doch hatte, dann wollte ich nach Heidelberg. Das haben meine Eltern mir nicht erlaubt. Sie war jetzt zu mondain und das gefiel überhaupt nicht. Zu gesellschaftlich hochstehen? Ja, ja. Mein Bruder war dort und war sehr befreundet gewesen mit einem der Enkel von Kaiser Wilhelm II., der immer Tennis gespielt hat. Es war sehr mondain. Ich wollte nicht. Also dann haben sie mir gesagt, du gehst nach Freiburg. Denn in Freiburg wurde Frau Fischer, dieser damals junge Mann, der mein Bruder Unterricht gegeben hatte, als ich ein kleines Mädchen die Polio hatte und der ein Jahr lang meinen Bruder unterrichtet hat. Der ist aufgewachsen und wurde Professor dort. Und da haben sie mit dem ausgemacht. Und der arme Mann konnte ja nicht anders, als es annehmen, dass ich bei ihm wohne. Beim Pfarrer. Dann war ihre Tochter schön geschützt auf einer Seite und Horst hat irgendein Zimmer gemietet, woanders. Ja, aber nun hatten sie dieses Verhältnis da. Da konnten Sie ja nicht beim Pfarrer zusammen wohnen. Na ja, der wusste doch das gar nicht. Dann haben sie mich eines Tages, aber ich war damals schon sehr politisiert. Und dann hat, wissen Sie, die unterste Stufe einer Partei, was tut die? Die klebt Zettel an die Wände, nicht? Nachts, weil es verboten war. Und das habe ich auch getan. Dort und ich war verschwunden. Und der Pfarrer hat sich furchtbar aufgeregt, ich war nicht mehr im Hause. Und hat Polizei kommen lassen. Und dann haben sie das ungemachte Bett gesehen. Und dann hatte der Polizeimann gesagt, na, was haben Sie denn diese Nacht gemacht? Ich habe gesagt, ich habe einen Freund gesehen, was ja die Wahrheit auch war. Und dann hat er nur gelacht und hat dem Pfarrer gesagt, das ist nichts, lassen Sie das fallen. Aber der hat einen großen Schreck bekommen, denn der war gar nicht auf dem Laufenden gewesen. Und ich habe ihm nicht vertraut, natürlich, wie soll ich ihm vertrauen? Besonders in den Zuständen zu jener Zeit, wo das überhaupt eine Möglichkeit war. Und war natürlich glücklich. Und dann haben die gesagt, Sie sind also bei Ihrem Freund gewesen, sagt die Polizei. Jawohl, habe ich gesagt, ist das eine Schande? Ja, es ist eine Schande, aber es ist kein Verbrechen. Denn hätten sie gesagt, ich hätte Artikel angeklebt und gegen was, dann hätten sie mich ins Gefängnis bringen können. Also aber Zettel ankleben war viel unerlaubter als ein illegitimes Verhältnis. Genau. Ja, was war denn Ihre Vorstellung überhaupt, was Sie werden wollten? Ich wollte Fotojournalistin sein. Und dazu ist dann gekommen Fotojournalistin, weil Wolfgang Schade, der Direktor war von der Kölnischen Illustrierten und der Bruder meines Freundes, mir zugeraten hat, ich soll noch mal versuchen, ein paar Aufnahmen zu machen und hat mir erklärt, wie man das tut. Ein Zentralbild, um das herum macht man die Einzelheiten. So habe ich meine erste Reportage meines Lebens aufgenommen in einem Garten von Paris im Kasperle-Theater, wo ich mir eine kleine Gruppe ausgesucht habe. Und die Gesichter dieser Kinder spiegelten wieder, was der Kasperle da auf der Bühne tat. Und daraus ist eine kleine Geschichte geworden, die Wolfgang Schade veröffentlicht hat. Und dann, damals gab es sowas kaum noch, ganz wenige Leute machten Reportagen, das ist ganz neu gewesen in den 30er Jahren. Und dies habe ich dann gemacht und damit konnte ich sehr schnell Geld verdienen, was auf der anderen Seite ein großer Schaden war für meine Beziehung zu meinem Boyfriend, denn er verdiente nichts, er verdiente Geld nur, ein sehr hübscher Mann, 22, 23 Jahre alt, als Mannequin für die Maler. Wir wohnten ja in Montparnasse und wir kannten eine Reihe von Künstlern, aber das brachte sehr wenig Geld ein. Ich brauchte 3-4 Reportagen pro Monat zu machen und damit konnte man beide leben. Und das wurde da und unser Verhältnis immer schlimmer, denn ein Mann, damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, konnte nicht vertragen, dass die Frau das Geld verdient. Oder dass die das macht, er hätte machen müssen. Und er wurde sehr gereizt in seinem Ton in allem. Darf ich Sie noch was fragen? Ich verstehe noch nicht, wie dieses junge Mädchen aus gutem Hause in Berlin nun auf einmal nach Paris kommt, um über Fotografie soziologisch
zu arbeiten. Wo ist da der innere Antrieb für sowas gewesen? Denn in Frankfurt, Norbert Elias, der war der Assistent von ich war ein Schüler von Mannheim. Und ich fand seine Soziologie Mist uninteressant. Aber was mich extrem sehr viel geholfen hat, ist Norbert Elias, sein Assistent, der ja später auch Professor geworden ist. Nicht? Und Sie kann übrigens, ja, wenn wir schon von Frankfurt reden, Sie kannten ja doch auch zum Beispiel damals Adorno, Horkheimer. Ja, er war ein ganz junger Mann, der seine ersten Lesungen gab über Musik. Ja. Und ich war noch installiert, ich war anderthalb Jahre in Frankfurt. Meine Eltern wollten nicht, dass ich nach Heidelberg gehe. Und dann hörte ich, der Mann ist in Frankfurt, das war dann, bevor er nach Frankfurt kam. Und dann haben wir gesagt, ich werde nach Frankfurt gehen, denn daher sind die besten Soziologen. Das war eine neue Wissenschaft. Die meisten Leute haben ja von der Soziologie überhaupt nichts gehalten. Und der Soziologie genannt, was keine Soziologie war. Ja. Haben Sie auch, also Sie kannten Mannheim, Theodor Adorno, der damals noch Wiesengrund hieß, glaube ich, ja. Ja, ja. Norbert Elias, Horkheimer haben Sie gekannt. Horkheimer, ja. Der Philosoph. Ja. Und der Ökonomist, auch noch der Ökonomist. Haben Sie denn diese Leute später wieder getroffen? Ja, natürlich. Ich als nach dem Krieg, als ich nach Frankfurt kam, habe ich Adorno angerufen und sagte, Herr Professor Adorno, das Mädchen sagt, ach, Sie meinen Herr Professor Doktor. Dann habe ich Hermann Hesse fotografieren wollen. Der lebte in der Schweiz an einem See. Hermann Hesse. Hermann Hesse. Und da fuhr ich von ihm, dass da auch Horkheimer sich zurückgezogen hatte. Und darauf bin ich gegangen, um Herrn Horkheimer guten Tag zu sagen. Denn schließlich war es auch einer meiner Professoren gewesen. Und er hat mich gefragt, was sind Sie denn geworden? Ich sage, ich bin Fotograf. Also sind Sie nichts geworden, hat er mir geantwortet. Giselle, Freund, was hat Sie denn an der Fotografie so gereizt? Was war Ihr persönliches Engagement daran? Es ist sehr schwer für mich, das zu beantworten. Ich denke, das, was mich erfreut hat oder was mir diese Sache so erleichtert hat, dass ich durch die Fotografie mich ausdrücken konnte, meine Gefühle für andere Menschen. Das ist es nämlich. Und zwar in einer Weise, die nicht beabsichtigt war, ein Wunderwerk zu schaffen, ein Kunstwerk zu schaffen, oder irgendwelche solche Ideen, die sind mir gar nicht gekommen. Sondern irgendwas mich interessierte, war immer der Mensch und die kleinen menschlichen Gegebenheiten, die es gab. Zum Beispiel, ich denke an diesem Augenblick an eine Fotografie, die ich Anfang der 30er Jahre gemacht habe, als ein Autounglück stattfand. Und da standen die Leute da rum und guckten sich das Auto an. Und weiter war gar nicht zu sehen. Es war nicht zu sehen, dass das Auto was abbekommen hat oder so. Aber der Blick dieser Menschen zu diesem Auto, was in jener Zeit noch was ganz Neues war, das hat mich interessiert. Was die Menschen denken, was die Menschen sind. Darum habe ich auch immer behauptet, was man mir schwer übel genommen hat von meinen Kameraden, dass wenn ihr ein Porträt macht, dann solltet ihr den Menschen fotografieren und nur an ihn denken. Und dann, wenn ihr das Bild habt, bescheiden, davon gehen oder hinter ihn gehen. Denn er ist die Hauptsache, nicht du. Und das ist genau das Gegenteil, was die meisten Fotografen denken. Sie wollen sich ausdrücken, aber ich behaupte, man kann sich nur ausdrücken, wenn man die ausdrückt, die man sieht. Und dass das Problem ist. Das ist eine Sache. Die zweite ist, dass man jetzt festgestellt hat, mit dem größten Erstaunen, dass ich, wenn ich eine Reportage machte, ich ganz wenig Fotos nur machte. Dass ich ein einziges Bild habe von de Gaulle mit Malraux, die sich unterhalten, die mich nicht sahen und ganz natürlich waren. Sie sind ja dann, nachdem Sie Ihr Doktorat gemacht haben und nach wie vor Doktor sind, ein Titel, der in Deutschland sehr hoch angesehen ist, aber in Frankreich noch nicht einmal erwähnenswert, außer man ist Arzt. Sie sind ja dann nach Deutschland zurück, trotz herauf dämmernder Nazi-Gefahr. Warum eigentlich? Ja, ich war doch verbunden mit dem, ich musste meine Doktorarbeit machen und musste den Doktor absolvieren. Warum nach Deutschland zurückgehen? Ja, natürlich, weil da ja doch auch Mannheim meine Doktorarbeit angenommen hatte und weil ich im Begriff war, dieselbe zu beenden. Und ich doch nicht glaubte und überhaupt nicht vorstellen konnte,
dass die Nazis solche Macht haben werden und dass eine solche Umstellung in Deutschland stattfinden würde. Wir waren das wirklich nicht, wir haben daran nicht geglaubt. Das haben wir erst gemerkt, als wir da eine illegale Zeitschrift herausbrachten, die wir an der Universität verteilt haben, wovon wir sprechen, wo alle von denen, die entlassen worden sind, weil sie Halbjuden waren oder Juden waren oder weiß der Teufel, sie nicht gefallen haben. Und alles, was die Nazis sofort verlangt haben. Zum Beispiel entsinne mich das, wenn man zur Universität ging, musste man jedes Mal die Brieftasche öffnen, wenn man über den Fluss ging, den Mainz. Ja, und das Leben wurde immer schlimmer und Leute verschwanden. Und wir haben dann eine kleine Gruppe gegründet, das waren vielleicht 8 Personen, die den Hitlerismus bekämpften. Und das hatte aber nichts mehr zu tun mit meinen früheren Interessen an der Linken. Und dann kam am nächsten Tag der Zufall, dass ich auf der Frankfurter Landstraße, glaube ich, heißt die Straße, ich weiß nicht mehr genau, einen den Angestellten traf vom Polizeipräsidium, den ich gut kannte, weil ich nämlich die Persönlichkeit war, die immer unsere Plakate und so weiter den unterlegen musste, damit sie den stempeln. Das ist Gutes. Und der sagt zu mir, was, Sie sind noch hier? Sie wissen, morgen werden Sie alle verhaftet. Morgen früh, um Gottes Willen. Und dann verschwand er in der Masse. Ich habe einen furchtbaren Schreck bekommen und bin sofort zu dem Ort zurückgekommen, wo wir uns trafen. Denn schon wohnte jeder von uns woanders, nicht mehr bei sich selber. Und habe gesagt, das hat er gesagt. Und ich glaube, ich fahre sofort weg. Und da haben die Jungs gesagt, aber das ist doch lächerlich, die wissen doch gar nicht, wo wir sind. Ich sage, ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, sie wissen es ganz genau. Und ich fahre nach Paris. Ich muss sowieso dahin wegen meiner Doktorarbeit, denn ich habe ein französisches Thema. Und habe noch am selben Tag meine Sachen zusammengepackt. Viel hatte ich nicht. Meine Papiere als Student, meine Papiere über meine Doktorarbeit und eine Zahnbürste. Und am Abend bin ich zum Bahn gegangen, es tröpfelte und regnete. War ein schreckliches Wetter, der Zug war völlig leer, denn niemand wagte eigentlich, sich dem auszusetzen, dass die SOSA, ich weiß nicht welche von dieser Gruppe, den Zug immer untersuchte, um die Leute, die ihnen nicht passen, rauszuwerfen. Das war verboten, damals überhaupt Deutschland zu verlassen, wenn man nicht einen ganz besonderen Grund hatte. Und dann hoffte ich, sie nicht zu hören, und dann höre ich auf einmal die Füße dieser Soldaten in ihrer Uniform der Nazis. Und die rissen ein Coupé nach dem anderen auf. Und ich war in einem Coupé dritter Klasse, Holz, alles Holz damals noch. Und da saß, weil ein Mann da drin saß, bin ich da reingegangen. Dann fühlte ich mich nicht völlig allein. Und der hatte seinen Hut tief in sein Gesicht gezogen und tat, als ob er schlief. Und dann kam der Mann rein, die Tür wurde aufgerissen. Und er sagte, Papiere. Und ich zeigte ihm meinen Pass und sagte, wo fahren Sie hin? Ich sage, ich fahre nach Paris, ich bin Studentin und brauche 3 Monate wegen meiner Doktorarbeit dort zu arbeiten. Dann entdeckt er den Apparat, den Fotoapparat und sagt, machen Sie sofort auf. Nun, irgendein Gefühl, ich weiß nicht, ich habe immer solche Gefühle. Kurz vor dem der Zug eben fahren sollte, bin ich aufgestanden zur Toilette und habe den Film, den ich im Apparat hatte, weggeworfen. Und nichts war drin. Was sie natürlich nichts wussten, war, dass ich einen anderen Film auf meinem Körper versteckt hatte. Ich hatte nämlich mehrere meiner Kameraden fotografiert, die zerfleischten Rücken von denen, die misshandelt worden waren von den Nazis. Das sind auch, diese Bilder erschienen auch zum ersten Mal in einem Braunbuch. Das war das Buch, über was sich abspielte in Deutschland, von denen die Franzosen und die Ausländer keine Ahnung hatten, das, was, wie es dazu ging bereits schon in Deutschland. Und dann fuhr der Zug los und ich sehe noch, es regnete und die Tropfen des Regens perlten wie kleine Perlen, gingen sie runter den Glaswand des Coupés. Und das, ich hätte Tränen weinen können, dass ich jetzt weg musste. Und ich musste weg. Und kam am nächsten Morgen um 6 Uhr früh in Paris an. Und damit habe ich mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Denn mir wäre es genauso gegangen wie die anderen jungen Studenten. Die hätten mich vergewaltigt und dann meinen Eltern meinen Sarg geschickt. Aber ich hatte kein Pfennig Geld, denn ich fuhr erst zu einem Freund und dann hinterher habe ich in einem kleinen Hotel ein Zimmer gemietet.
Und dann am nächsten, übernächsten Tag war ich schon in der Nationalbibliothek und an der Universität, um mich dort einzuschreiben. Hat man Sie im Zug nicht gefragt, ob Sie Jüdin sind? Ja, das haben Sie mich auch gefragt, ja. Darauf habe ich gesagt, haben Sie schon mal gehört im Ton meines Vaters, dass eine Jüdin Gisela heißt? Heil Hitler, hat der Mann gesagt, und hat gesagt, das ist okay. Entschuldigen Sie bitte. Mit diesen Worten habe ich Deutschland verlassen. Sie sind also als Preußen heraus. Ja, mein Vater war sehr preußisch und sehr, hat immer gesagt, es wird aus meinem Sohn nie was werden, weil er keinen Militärdienst gemacht hat. Naja. Also wie hat Ihnen denn dieses Vorkriegs-Paris gefallen? Ach, das war wunderbar. Es war eine Erlösung von Frankfurt, wo es immer regnet und immer feucht ist. Und überhaupt die Menschen so bedrückt waren, denn es war ja eine bedrückende Zeit. Und die Menschen in Frankreich waren lebendig. Und das, ich wohnte ja dann sehr schnell im Quartier Latin, in einem kleinen Hotel. Und lernte auch die Professoren kennen, die meine Doktorarbeit angenommen haben, trotzdem sich dachten, dass es ein Wahnsinn ist, darüber eine Doktorarbeit zu schreiben, über Fotografie. Wie können Sie das nur tun? Und Sie waren also jetzt in Paris. War es denn leicht, französische Freunde zu gewinnen? Ja, ich kannte ja nun eine Reihe von Künstlern aus meinem ersten Besuch in Paris, nämlich den Surrealisten. Aragon und seine Frau Elsa und Breton und Zuppot, diese Leute kannte ich alle, mit denen hatte ich schon gute Freundschaften geschlossen. Und die haben mich natürlich aufgenommen. Und dann waren sie erstaunt, was sich in Deutschland abspielt. Jeder, auch Malraux, wollte wissen, was ist denn da eigentlich los? Die hatten keine Ahnung, was sich in Deutschland abspielte mit den Nazis. Und dass da täglich Leute erschossen wurden und gemartet wurden, das alles wussten sie nicht. Und das haben sie von mir erfahren und dann haben sie gesagt, naja, es ist ihm auch, sie haben mich adoptiert, wenn sie wollen. Ich wurde auch später, wenn ich schwierige, ganz schwierige Zeiten durchgangen bin, von ihnen gerettet. Sie wollten mich sogar adoptieren. Ich erzähle Ihnen das später mal, eine andere Geschichte. Aber ich war gar nicht allein. Und außerdem, wenige Tage später ist Horst auch angekommen in Paris. Der war nämlich in Berlin gewesen, als ich das abgespielt hatte. Und das wusste gar nicht, dass ich auf einmal in Paris war. Aber es war ihm sehr angenehm. Er reiste zwar sehr gern und hasste die Politik. Wenn ich von Politik sprach, wurde er immer krank, er konnte es nicht aushalten. Und kam nach Paris. Und da waren wir erst in einem kleinen Hotel, was heute immer noch existiert, weil ich von dort die Türme von Notre Dame sehen konnte. Es gibt auch heute noch Hotel Esmeralda, der Name ist derselbe geblieben. Malraux gehörte zu den vielen Autoren, die Sie damals so gerne fotografiert haben. Sie gehörten ja dem Kreis um Adrienne Monnier und ihre Buchhandlung an, dicht daneben Sylvia Beach mit der ganzen sogenannten verlorenen Generation der Amerikaner. Warum haben Sie sich eigentlich so für Autoren interessiert? Weil mich die Literatur interessierte. Ich hätte ja lieber gerne selber schreiben wollen, aber ich hatte auf einmal keine Sprache mehr. Dann das Deutsche habe ich verlernt, wollte ich nicht schreiben. Französisch konnte ich nicht gut genug. Spanisch habe ich auch gelernt, nebenweise, als ich in Südamerika war, und Englisch sprach ich gut, aber doch war nicht meine Sprache. Ich hatte keine Sprache mehr. Und das war das große Problem, das wissen Sie nicht, aber die Immigranten, die hatten eine komische Sprache, die konnten Briefe schreiben mit Wörtern, die aus vier verschiedenen Sprachen stammten. Vielleicht noch aus Witz, aber ich hatte keine Sprache. Denn ich bin überzeugt, wenn Hitler nicht gekommen wäre, wäre ich Journalistin geworden, was ich ja wollte, und hauptsächlich schreiben. Ich meine, als Journalistin, nicht als Schriftsteller. Unter den vielen, vielen Menschen, die Sie in Paris kennengelernt und fotografiert haben, war ja auch der große James Joyce. Ja, ich habe ihn kennengelernt, eines Abends beim Abendbrot. Adrienne Monnier hat einige ihrer Freunde eingeladen und darunter war auch Joyce und seine Frau. Und mich hatte das sehr interessiert, denn ich hatte bereits seine Kurzgeschichten gelesen. Und außerdem bat mich Life Magazine, doch ein paar Aufnahmen zu machen, denn man sprach sehr viel von seinem nächsten Buch, Finnegans Weg. Und da sie wollten diese eben auch von mir Fotografien haben.
Und ich saß Joyce gegenüber, er war ein sehr großer, etwas schon gebückter Mann, aber er war noch in den 40ern, er war gar nicht alt. Und hatte aber einen unsicheren Gang, weil er nämlich fast erblindet war, wissen Sie. Und man hatte mir erzählt, dass er 12 Operationen schon hinter sich hat. Aber sie sind jetzt nämlich, und das ist natürlich für einen Schriftsteller eine Katastrophe. Und dann hatte ich auch das Manuskript gesehen von Ulysses. Und das Buch, der war auf den schwarzen Listen in Amerika, in England, in Frankreich, in Deutschland, überall. Wegen Unzüchtigkeit. Ja, wenn man heute das Buch liest und daran denkt, kann man nur lachen, wissen Sie. Aber damals war es noch so. Und erinnere ich mich, als Joyce zu Virginia Woolf und ihr Mann ging, die hatten ja die Hoggett Press in London. Und die gesagt hat, wenn wir ihr Buch veröffentlichen, dann kommen wir ins Gefängnis. Und hat es abgelehnt. Und dann hat er einen Amerikaner gefunden, der hat ihm sehr viel Geld versprochen. Und da hat er mit dem den Vertrag gemacht, ohne überhaupt nur Sylvia Beach zu benachrichtigen und irgendetwas zu tun oder ihr eine Entschädigungssumme zu geben, nichts. Und da wirklich ihre ganze Gesellschaft kaputt gegangen ist. Und sie hat alles, was sie hatte, in dem Buch, so für das Buch ausgegeben. Sie lebten also damals schon einige Zeit in Frankreich und dann kam doch die Zeit, wo ihr deutscher Pass ablief, während der Nazizeit. Haben Sie versucht, ihn zu verlängern? Ja, ich bin auf die Botschaft gegangen, aufs Konsulat. Und da standen schon eine ganze Reihe von Menschen, die das auch wollten. Und hinter dem Schalter war eine Dame und sagte, geben Sie mal her Ihren Pass. Ich habe ihn hingegeben. Dann hat sie ihn verächtlich angesehen, in die Höhe gehoben, zerrissen und sagt, Sie haben keinen Pass mehr, Sie sind keine Deutsche mehr. Man hat ja damals vielen Emigranten in Frankreich und anderswo geraten, sie sollen hier einen Franzosen heiraten, um die Staatsbürgerschaft zu erwerben und damit ihrer unhaltbaren Situation zu entkommen. Hat man Ihnen das auch angeraten? Es heißt das nicht angeraten. Ich hatte einen Freund, der Franzose war. Und ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht verheiratet, wenn ich das an der Tat auch ein Mittel dazu war, mir meine Schwierigkeiten zu vermindern. Aber Adrienne Monnier, die das natürlich als höchst ungerecht ansah, aber die wie alle Leute zu jener Zeit vor der Polizei Angst hatten, trotzdem sie gar keine Verbindung mit ihr je gehabt hatte, aber außerdem eine bekannte Persönlichkeit war, man konnte sehr, sehr genau in allen Kreisen, die hat mir angeraten, doch zu versuchen, meinen Aufenthalt zu verlängern. Und das habe ich auch getan. Und dann habe ich ihren Vetter kennengelernt, der auch mit einer Deutschen verheiratet war. Und dann hatte der einen Freund, und den er mir vorgestellt hat, und der war sehr sympathisch. Und der hat gesagt, wir können heiraten. Ich habe nichts dagegen. Im Gegenteil, er fand mich sehr sympathisch und so. Wie hieß der Vorname? Peter Pierre. Wir wissen, ja, Pierre. Sie haben also einmal damals einen Franzosen geheiratet, sich später von ihm scheiden lassen. Es blieb aber die einzige Ehe ihres Lebens. Tja, er wollte absolut mich wieder. 30 Jahre später. Ja. Damals zählte ich, es war die Geschichte von Storm. Mir hat man mal erzählt, glaube ich, mein Bruder, dass Storm so eine Kurzgeschichte geschrieben hat, wo sich zwei Menschen trennen und dann nach vielen, vielen Jahren wieder zusammenkommen. Aber ich muss sagen, mein Leben war sehr lebendig und ich habe mich verändert und habe auch Freunde gehabt, mit denen ich jahrelang zusammenlebte, ohne verheiratet zu sein. Denn ich habe immer gewusst, dass in dem Beruf, den ich habe, wäre es sehr schwierig gewesen, Kinder zu haben. Und Gott sei Dank, ich habe keine gehabt. Meinen Sie denn, dass man die Umstände, das Leben, die Umwelt durch Fotografie ändern kann? Das habe ich geglaubt. Viele Jahre geglaubt. Und das war auch der Grund, warum ich bei der Fotografie blieb. Denn ich habe geglaubt, dass man die Menschen ändern kann, wenn sie sich einem Menschen gegenüberstehen, den sie gar nicht kennen, aber der freundlich mit ihnen ist, mit dem sie einen Kaffee trinken oder Tee. Da können Sie sich noch nicht vorstellen, diesen nächsten Tag wollen Sie den ermorden oder man erzählt sich seine Probleme. Man kommt einem Menschen näher, dann wird er kein Feind mehr sein. Das habe ich geglaubt, die Fotografie.
beitragen. Und habe das jahrelang geglaubt. Aber ich habe dann auch später eingesehen, wie sehr ich mich getäuscht habe. Denn mit meinen Fotos haben die Verleger gemacht, was sie wollten. Und die hatten eine Politik für oder gegen. Und damit haben sie die Fotos benutzt, um das zu zeigen. Dann ist mir klar geworden, wie viel die Fotografie auch lügen kann und wie gefährlich es ist für die Menschheit, die immer glaubt, was wir da sehen, ist die Wahrheit. Denn das alte Renommee der Fotografie ist die, was sie sieht, ist da. Das ist die Wirklichkeit und das ist eben nicht wahr. Sie sahen sich nie als Herstellerin von Kunst? Nein. Ich bin keine Herstellerin von Kunst. Was ist denn überhaupt Kunst? Das ist dann die Frage. Darüber haben wir uns lange, lange, lange unterhalten mit Malraux. Was ist ein Künstler? Der hat ja Folgendes gesagt. Schauen Sie, wenn Sie haben. Da sind zwei Fotografen. Einer ist ein fabelhafter Techniker. Er weiß genau, wie das Bild gut sein wird, technisch. Wie es nicht überbelichtet, nicht unterbelichtet ist und so weiter. Und alles, was man sieht, ist klar und nett. Das ist ein ausgezeichneter Techniker. Er ist aber ein Techniker. Dann kommt jemand anders und macht Bilder, die sind etwas schief. Und die haben etwas ganz Persönliches an sich. Ja, das ist viel interessanter. Und da gibt es Fotos, die einen so berühren, dass man sie nicht vergisst. Das gibt es Fotos, die herausspringen, ganz wenige nur, über dem Durchschnitt der Fotos. Das sind vielleicht künstlerische Fotos. Also ein Foto kann Kunst sein, muss aber nicht Kunst sein. Meinen Sie denn, dass zum Beispiel ein Foto wie dieses berühmte von Virginia Woolf in einem Moment, wo sie sich gerade verliert, dass das ein Kunstwerk ist? Sicher ist es ein besseres Bild, als wenn Sie jemanden fotografieren, der es weiß. Das Foto wurde aufgenommen, ohne dass sie sich, sah oder daran dachte. Es ist ein verträumter Blick, der ganz nach innen geht. Und die einfach da stand und vielleicht weiß ich, was sie dachte und ich in diesem Augenblick erhaschte. Aber das ist eben sehr selten. Denn wir haben schon als Kinder, wird uns schon geprägt, eine Maske zu tragen. Man soll seine Gefühle nicht zeigen. Und dann kommt es eben auch daher, dass man glaubt, man sieht besser aus, wenn man dieses und jenes Gesicht schneidet. Und das ist die Schwierigkeit des Fotografen, den Betreffenden, den man fotografiert, von dieser Idee abzubringen. Er denkt zuerst immer nur daran, sehe ich gut aus, ist das nicht schön und das nicht schön. Und das ist die Schwierigkeit, ein natürliches Bild zu machen. Ich würde sagen, ein natürliches Bild ist ein Bild, wo der Betreffende nicht daran glaubt, dass er nicht sieht, nicht mal fotografiert ihn. So kann er von sich etwas geben, was man sonst nicht sieht. Das ist das ganze Problem für mich des Porträts. Ich habe nie den Leuten gesagt, sie müssen so sitzen oder sie müssen das machen oder jenes machen. Die Idee ist mir nie gekommen. Wir wollen uns nur unterhalten. Ich habe gerade ihr letztes Buch gelesen und finde daran dieses und jenes. Mir gefällt das nicht. Warum und so? Dann fing er an, darüber zu sprechen. Und dann wurde meine Stimme immer leiser und seine immer lauter und vergaß völlig, dass ich da war. Und da waren die Augenblicke geschaffen für mich, meine Idee von Porträts, um ihn dann aufzunehmen. Das ist alles. Und das sind ganz einfache Bilder. Wenn Sie meine Porträts mal ansehen, da ist keins, ist irgendwie so, wenn auch die Frauen das versucht haben manchmal, aber ich habe das immer nicht wahrgenommen, denn ich wollte eben mehr, was so schwer ist, mehr zeigen als nur das Äußere einer Persönlichkeit. Denn ich glaube, dass sich die Persönlichkeit widerspiegelt in ihrem Gesicht. Das ist eine Tatsache, wenn man das auch gerne verbergen möchte. Halten Sie denn Ihr eigenes Gesicht für interessant? Man ist sehr nett zu sich selber, ganz besonders nett. Wenn man sich im Spiegel sieht, sieht man sich immer. Man sieht ja dann eben, was die anderen nicht sehen. Nämlich auch sein Inneres. Und dann sagt man sich, du bist doch ein guter Mensch, du willst doch gar keine bösen Sachen machen. Und verschönert sich. Man wird sich immer schöner finden, als man in Wirklichkeit ist, wenn man in den Spiegel schaut, weil man sich nicht nur sein Äußeres sieht,
sondern weil nach und zur gleichen Zeit für seine inneren Gedanken kennt und sich immer für etwas Besseres hält, als er ist. Das liegt im Menschen drin, sonst könnte er völlig verzweifeln. Nun gab es ja auch bald, zu bald, den deutschen Generalangriff auf Frankreich, deutsche Besetzung. Tja, mein Mann war zu Pferde, das gehörte einer Kavallerie zu. Und die sind gegen die Tanks. Also da können Sie sich ja nur vorstellen, was dabei herausgekommen ist. Sind alle Kriegsgefangene geworden und die anderen sind geschwommen durch den Ärmelkanal und sind dann viele Engländer sind dabei gestorben und andere sind durchgekommen, die schwimmen konnten auf andere Schiffe. Das war das Ende des Krieges. Und was ist Ihnen passiert? Was haben Sie gemacht, nachdem die Deutschen in Frankreich waren? Tja, ich wusste natürlich, ich hatte die Deutschen habe ich nicht gefürchtet, aber die Gestapo habe ich gefürchtet. Die war ja immer mit. Weil Sie ja politisch waren. Naja, weil ich eben doch veröffentlicht hatte Sachen gegen die Deutschen und in dem Braunbuch erzählt habe, was ich erlebt hatte und was ich wusste. Ich meine, da waren nur zwei Möglichkeiten für mich. Oder ich gehe in die Resistance oder ich gehe nach Südamerika. Und natürlich, wo ich hingehen hätte müssen, das war in Amerika, Nordamerika. Life-Magazin wollte mich doch haben. Ich habe für die gearbeitet. Und viele sind da auch angelandet, nur ich nicht. Aber das hat mich mehr interessiert nach Südamerika, von dem ich gar nichts wusste, dorthin zu fahren. Und dann habe ich, das hat 2 Jahre gedauert, bis ich ein Schiff fand, wo ich einen Platz haben konnte. Und war dann ganz interessiert, denn das war was ganz Neues. Und ich bin ja sehr viel dann gereist durch ganz Amerika und bin Spezialistin geworden von Südamerika für Wanderung. Giselle, in Argentinien haben Sie auch Ihre berühmte Reportage mit Evita Perón und ihrem Gatten, dem Diktator, gemacht. Wie haben Sie eigentlich Evita dazu gebracht, Ihnen so offenherzig Ihre Reichtümer, Ihre Schuhe, Ihre Juwelen zu zeigen? Das war Ihre Eitelkeit. Einer Frau das zu zeigen, hat ihr Spaß gemacht. Und auch, sie hat zu mir gesagt, erst hat es mich Monate gedauert, bis ich sie kennengelernt habe. Ich habe einen Brief an sie geschrieben und einen Brief von einer englischen großen Illustrierten. Hätte ich nämlich eine amerikanische geschrieben, hätte sie mich sofort rausgeworfen. Die hassten die Amerikaner. Und dann nach 3 Monaten bekam ich endlich Nachricht, dass ich am sonntags um diese Uhr dort sein könnte. So war ich dort, vor ihrem Büro, habe 3 Stunden gewartet mit anderen Leuten. Und ich sah, auf dem Tisch lag so ein Paket. Und darunter sah ich, dass sie lauter 100 Pesos Scheine hatte. Die hat sie ab und zu verteilt. Und dann ab und zu hat sie aufgestanden und dann und durch einen Gang gegangen und hat sie mich gesehen, hat mir die Hand gegeben, eine kleine feuchte Hand, wie eines Kranken, war das schon krank. Sie war 30 Jahre alt, sehr schön, einen schwarzen Anzug, das war sehr Mode damals, die schwarzen Tailleurs mit voll von Brillanten, so elegant aus. Und dann stand sie hinter einem Podium für 3 Minuten, und das war ein anderer Saal, wo auch Leute schon stundenlang gewartet hatten, denen sie nur dankte für das Geld, das die gegeben hatten, für die Armen. Denn es war so gemacht, sie erhöhte, die Leute besuchten sie, und dann erhöhte sie im Syndikat, der Fleischermeister, der wurde so und so, 10% mehr wird jetzt bezahlt, und dann war es Sitte, dass die erste Zulage wurde zu einem Geschenk verwandelt für Evita, der Dank. Wenn aber 20.000 Mitglieder sind, so ist das viel Geld. Und dann kauften sie ihr Brillanten und all solche Sachen. Alles, was sie wussten, sie liebte solche Sachen. Und dann, das dauerte 3 Minuten, wieder weg und dann wieder zurück, um die Leute, die gekommen waren, da spielt sie so wirklich den Richter. Ich habe das alles mit angesehen und fotografiert. Und dann, sie war begeistert. Und dann hat sie gesagt, ich will Ihnen mal zeigen, was ich besitze. Und die Welt soll sehen, was ich besitze. Ich sage, was denn? Da sagt sie, hier, schauen Sie mal an. Hier sind 500 Paar Schuhe, aber natürlich kann ich nicht alle tragen, aber das sind alles Geschenke. Und im nächsten Raum waren 500, weiß ich, Hüte. Ach, sag ich so, ich setze doch mal einen auf. Hat sie vorgetan für mich. Ich habe das Glück machen müssen. Und Brillanten. Und dann, die Brillanten hat sie mir dann einen Kasten gezeichnet. Verschiedenen Abteilungen, die aufgemacht werden, voll von Brillanten. Und er hat gesagt, das ist, was man mir schenkt.
die Arbeiterschaft. Die hofft nämlich, die werden alle mal so sein wie ich. Ich bin ja auch aus der Arbeiterschaft. Sie hat nur gesagt, die Welt soll sehen, was ich besitze. So dumm hat sie das gesagt. Und ich habe das nämlich etwas anders gesehen. Und der Mann war sehr schlau. Der war gar nicht so verliebt in Evita. Natürlich nach ihrem Tod hat er ganzen Millionen gehabt von dem Schmucken allein. Aber ich habe natürlich das so aufgenommen, wie ich es sah. Nicht? Und ich sehe, das ist der ganze Witz der Fotografie, ist, wie man eine Sache sieht. Sie können 10 Fotografen von derselben Person stellen und dann kommen 10 verschiedene Fotos raus. Das ist es, die Individualität des Images, ist wohl, was mich so angezogen hat, dieses Verfahren zu benutzen. In Wirklichkeit wäre ich natürlich am liebsten Filmfrau geworden und Dokumentarfilme zu machen. Aber dazu hatte ich nicht das Geld. Mexiko, wo Sie sehr schnell Freunde gewonnen haben, unter anderem den großen Maler Diego Rivera und seine Frau Frida Kahlo. Stammt nicht dieser Ring, den Sie da tragen? Ja, das ist ein Ring von Frida. Die hat sehr viele Ringe getragen. Man sieht es in ihren Malereien und Fotos. Und als ich abfuhr, hat sie den Ring gesagt: Note olvides de Frida. Das heißt auf Deutsch: Vergisse nicht Frida. Und ich habe mir ja gleich hingefallen und ich habe Wuchs zerbrochen. Aber er geht doch noch. Sie hatte eine Lust für solche Sachen. Er war sehr elegant. Wie war denn dieses Verhältnis? Dieses inzwischen, glaube ich, weltbekannte Verhältnis zwischen Diego Rivera und Frida Kahlo. Die haben sich verheiratet und da hatte sie auch gerade Polio gehabt und hat daran gestorben. Und man hat ihr ein Bein dann amputiert. Und dann haben sie sich wieder gezankt und haben sich scheiden lassen. Und dann haben sie sich wieder verheiratet. Denn Diego war, heute war er Kommunist, ist doch was Gegenteil. Ich meine, dann ist auch der große Mord von Trotzki ist ja dort begangen in seinem Haus. Und das hat sich nie ganz geklärt. Ich weiß zwar, wer da drin war. Und der Mann ist vor Jahren jetzt gestorben. Und dann war er vor Jahren schon begnadigt in seinem Gefängnis. Diego Rivera galt ja als großer Frauenheld. Ja, es war er auch. Jedenfalls in dem Meer. Er war. So was Hässliches habe ich lange nicht mehr gesehen, als ich vorhin. Er hatte einen großen Bauch und war hässlich, ein hässlicher Mensch. Aber wenn er sprach, dann war das so amüsant und so intelligent, dass man vergisst, wie er aussieht. Stimmt es, dass Frida gesagt hat, ich hoffe, Diego stirbt vor mir, weil er mich nicht überleben kann? Ja, das weiß ich. Das hat sie mir oft gesagt. Ich weiß nicht, was aus Diego werden wird, wenn ich vor ihm sterben würde. Und was ist geschehen? Sie ist vor ihm gestorben. Und wenige Monate später hat er eine andere Frau geheiratet. So sind die Männer. So sind die Männer, ja. Sie haben ja, wenn wir schon von einem interessanten Verhältnis reden, auch Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir gekannt. Wie war dieses Verhältnis? Das war auch nicht immer sehr gut. Ich meine, die haben sich kennengelernt als Studenten. Und sie hat ja vor ihm die großen Examen gemacht, die er nochmal wiederholen musste. Und haben sich ineinander verliebt. Ich weiß auch warum. Denn Sartre war ein hässlicher Mensch, er schielte. Und die haben ihn viermal, er hat eine sehr gute Familie, aber sie haben ihn viermal operiert und haben das nicht ändern können. Aber er war Professor. Ja, das Auge. Und dann hat er ein Buch geschrieben mit Kurzgeschichten, die ihn auf einmal berühmt gemacht haben über Nacht, weil die so gut waren. Und Simone de Beauvoir hat ihn sehr gekannt, die waren sehr verliebt ineinander. Sie war sehr schön. Sie war wirklich eine schöne Frau. Und hat auch Professorin geworden. Und erst als dann seine Theaterstücke besonders so gut gespielt wurden, war es nicht mehr nötig. Und hat die Professorin verlassen, um zu schreiben, zu schreiben und als Dichter aufzutreten. Sie waren aber auch, das war auch ein Ehepaar, das einander liebte und betrog. Ja, sie wollten, ja, beide wollten essen. Simone de Beauvoir war die Tochter eines Bürgers, trotzdem ein Adeliger, aber ein kleiner Adel war doch bürgerliche Ideen gehabt. Sie ist in einer Schule groß geworden, die ganz fromm war und so weiter. Jedenfalls
hatte sie eine Idee der Selbstständigkeit der Frau. Das Beste, was sie je geschrieben haben, ist in der Tat das Buch über die Befreiung der Frau. Wie hieß das Buch? Ich habe es auch nicht bekommen. Das zweite Geschlecht. Das zweite Geschlecht, ja. Das ist sehr gut und der erste Band davon ist ausgezeichnet. Und das hat sie den Mut gehabt zu schreiben. Und als der Krieg ausbrach, hat Sartre ihr vorgeschlagen, dass sie sich verheiraten. Aber sie hat gesagt, nein. Und ich habe sie jahrelang gesehen. Ich meine, wir waren alte Freunde. Jeden Tag waren sie zusammen. Denn Sartre hat nichts veröffentlicht, was sie nicht gelesen hat vorher. Sie hat ihn zensiert. Nichts hat er veröffentlicht, ohne ihre Erlaubnis gewissermaßen. Hat er ihre Bücher gemacht? Das weiß ich nicht. Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass er sie so gemacht hat. Der Inhalt war hochinteressant, aber die Technik ihres Schreibens war so schlecht. Schlecht. Aber ihre philosophischen Geschichten sind different. Giselle, würden Sie denn heute in dieser Zeit der Sintflut der Fotos wieder Fotografin werden wollen? Nein, ich glaube, ich habe genug daran getan. Ich bin, wie gesagt, kein Mensch, der aus der Fotografie eine Kunst machen will. Kein Mensch, der glaubt, dass er besondere Ideen hat dafür. Ich habe nur versucht, in meinem Leben das zu fotografieren, was ich interessant fand, als Soziologe gewissermaßen. Oder natürlich, ich konnte es mir nicht verbeißen, wenn ich ein Liebespaar Rue de Rivoli sah und die Welt vergessen, sich umarmten. Sowas habe ich auch fotografiert, ich meine das. Gibt es denn Dinge, die Sie nie fotografieren würden? Sicher. Zum Beispiel, ich wollte nie den Krieg fotografieren. Ich wollte nie solche Dinge fotografieren, wo man Menschen raubt und wo man Diebe festhält oder wie Leute, die aus dem Fenster sich stürzen und solche. Also diese Sachen sind mir schon aus ethischen Gründen widerwärtig gewesen und habe es ja auch nie gemacht. Glauben Sie denn, dass Sie zum Glücklichsein geboren sind? Was verstehen Sie darunter? Sie scheinen mir ein ausgeglichener Mensch, der auch heute noch gerne und gut lacht. Ist das angeboren? Ist das erzogen? Das ist nicht angeboren, das ist meine Natur. Und ich finde, das Einzige, was es auf der Welt gibt, ist Liebe und Freundschaft. Ich meine, die ganze Welt, das Leben lohnt sich nur dadurch. Was wollen Sie denn, dass mit Ihrem Werk passiert? Ich weiß noch gar nicht. Was möchten Sie gern, jeden Tag, dass draus wird? Weil ich es gar nicht so wichtig finde. Ich weiß, die Frage steht jeden Tag vor mir im Augenblick. Und als ich die Ausstellung machte, da hatte mir das Boubourg eine Riesensumme Geld sagte, wir kaufen das Ihnen ab. Und dann habe ich Ihnen einen Brief geschrieben und gesagt, ich freue mich, dass das bei ihm bleiben wird, aber es ist ein Geschenk, behalten Sie es. Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Meinen Sie denn, dass Ihre Fotos überleben werden und weiter wirken werden? Das heißt, es sind einige Fotos da. Ich sage immer, das sind vielleicht 30 Fotos unter mehreren tausend, die es wert sind. Die werden überleben, weil was die Menschen, die da drauf sind, und die Zustände, die da drauf sind, die werden interessant bleiben. So ist es schon mit einem Bild gelungen, wie mit dem Bild von Malraux. Dieses Bild wird Malraux sein, auch noch in 100 Jahren. Wenn Sie eine Zeit wählen könnten, um darin zu leben, wäre es die, in der Sie gelebt haben? Ja, da ich keine andere gekannt habe, glaube ich wohl. Ich glaube, ich war ein glücklicher Mensch. Ich war immer sehr glücklich. Ich hatte Glück mit Menschen. Und Menschen hatten Glück mit mir auch. Ich meine, ich bin ein treuer Kamerad. Und habe, wie gesagt, halte das für das Wesentliche des Lebens des Menschen, ist glücklich zu sein und die Menschen glücklich zu machen. Affaire d'amour et la fiction. Das sind die beiden Sachen, die ich schreiben, groß schreiben würde. Das ist, warum es sich lohnt zu leben.